einmal, da nahm ich Miss Watson mit in ihr Zimmer und betete für mich. Aber ich spürte gar nichts davon. Sie sagte mir, ich müsse jeden Tag ordentlich beten und um was ich bete, das würde ich bekommen. Wer es glaubt. Ich hab's versucht. Aber was kam dabei heraus? Einmal kriegte ich zwar eine Angelrute, aber keine Haken dazu. Und ich betete und betete 3, 4 Mal. Aber die Haken kamen einfach nicht. Da habe ich Miss Watson gebeten, es für mich zu versuchen. Aber die wurde nur böse und schimpfte mich einen Narren. Warum, weiß ich bis heute nicht. Sie wollte es mir nicht sagen und ich konnte es nicht herausfinden. Ich habe dann lange im Wald gesessen und darüber nachgedacht. Ich sagte zu mir selber, wenn einer alles bekommen kann, um was er betet, warum kriegt dann der Nachbar Wynn sein Geld nicht zurück, was er an seinen Schwein verloren hat? Oder die Witwe ihre silberne Schnupftabakdose, die ihr gestohlen wurde? Und warum wird die dürre Miss Watson nicht dick? Nein, da ist nichts dran. Das ist Unsinn. Ich ging also zur Witwe und sagte es ihr. Sie belehrte mich, man könne nur um geistliche Gaben beten. Da das viel zu hoch für mich war, versuchte sie es mir deutlicher zu machen. Sie sagte, ich müsse brav und gut sein und anderen helfen, wo ich nur könne. Und dass ich immer zuerst an die anderen und nicht an mich selbst denken solle. Damit war auch Miss Watson gemeint, wie mir es schien. Ich ging also zurück in den Wald und überlegte mir die ganze Sache noch einmal. Ehrlich? Da kommt doch nur was für die anderen bei raus und überhaupt nichts für mich. Ich ließ also das Denken sein und quälte mich nicht länger damit.